Nach vielen Jahren in diesem Beruf ist man ja allerhand gewöhnt und dann bleibt einem doch vor Staunen der Mund offen. Die meisten Parlamentarier sind so faul wie ich, zitiert der Kurier den früheren Europaabgeordneten und Innenminister Ernst Strasser. Das ist wohl ungerecht gegenüber den meisten seiner Kollegen, sagt aber viel über den Mann und seinen Zynismus. Weil er in einem Gespräch mit getarnten Journalisten auch angeboten hatte, Gesetze für Geld zu beeinflussen, ermittelt die Staatsanwaltschaft. Miniere Inam und Martin Pusch über den Absturz seines politischen Talents. Mein Name ist Ernst Strasser. Wie Sie sehen, kandidiere ich für die Volkspartei für Europa. Ernst Strassers ruhmreiche Zeiten sind vorbei. Aus der ÖVP ausgeschlossen, Parteifreunde wenden sich ab. Die Protokolle seiner politischen Fehltritte erzürnen und beschäftigen die Justiz. Die Korruptionsstaatsanwaltschaft ermittelt wegen Bestechlichkeit und möglicher Geldwäsche. Für Ernst Strasser sind es die entscheidenden Tage. Wird Anklage erhoben oder nicht? Der Brief an ihn ist wahrscheinlich schon unterwegs. Wir haben ein sehr umfassendes und intensives Ermittlungsverfahren geführt. Aus unserer Sicht ist daher der Sachverhalt jetzt hinreichend geklärt. Das Bundesministerium für Justiz trifft dann eine Entscheidung und legt den Akt an uns vor. Ist diese Entscheidung im Justizministerium schon gefällt worden? Wie in jedem anderen Fall auch, ist eine Information über den Inhalt der Entscheidung zunächst dem Betroffenen kundzutun. Wir werden aber in diesem Fall umgehend danach die Öffentlichkeit darüber in Kenntnis setzen. Aus unserer Sicht ist mit einer derartigen Mitteilung in den nächsten Tagen zu rechnen. Ernst Strassers Lobbygate beginnt in einem noblen Lokal in Brüssel. Er tappt in die Falle britischer Undercover-Journalisten. Getarnt als Lobbyisten recherchieren sie, ob EU-Parlamentarier bestechlich sind. Geld gegen beeinflusste Gesetze, so das Geschäft. Mehrere Treffen später wird Ernst Strasser konkret und formuliert seine Bedingungen. Offenbar nicht zum ersten Mal, denn, wie Strasser sagt, laufen die Geschäfte gut. But the fee, so my clients pay me for a year 100,000 euro, yes? I now have, hopefully from tomorrow on, 6 clients where I make such an advice. All right. Hopefully tomorrow 6. Huh? you are not included, you will be the 7. Die Affäre fliegt auf, Strasser wehrt sich. Er habe alles durchschaut gehabt und wollte noch an die Hintermänner herankommen. Zeit, um zur Polizei zu gehen, hatte er keine. Ich bin der Leidtragende. Man wollte mich bestechen und man ist auf Granit gebissen. Mit Strasser als Spitzenkandidat für die EU-Wahl 2009 überrascht die ÖVP. Der frühere Innenminister und Lobbyist hatte Großes vor. Wir treten hier an gegen den Kapitalismus à la Wall Street. Wir wollen nicht haben, dass jene Dinge einreißen in Europa, die vielleicht in Amerika oder woanders gelten. Im Dialog mit den vermeintlichen Lobbyisten lässt sich Strasser zu ganz anderen Aussagen hinreißen. Nichts mehr zu hören von großen politischen Idealen. Vielmehr geht es um persönliche Vorteile. Jetzt bin ich hier. Es ist ein Versehen, wenn man so will. Und für mich ist es natürlich wunderbar, weil ich unserem Parteivorsitzenden gesagt habe, ja, ich mache das, aber ich will meine Firma haben. Seine Firmen waren ihm immer wichtig, wissen auch manche Journalisten. Im Mai 2010 lädt Strasser eine ausgewählte Runde nach Brüssel. Eine Imagekampagne sollte es sein. Zu hören gab es dann Erstaunliches. Während dieses Abendessens hat er relativ offen von der Seele weg gesprochen und hat unter anderem gesagt, diese Parlamentarier, die reden und reden und reden, ich halte davon ja überhaupt nichts. Ich bin eher ein Regierungstyp, ein Typ der Exekutive. Und ein paar Sätze später hat er gesagt, ich bin hier in Brüssel eigentlich nur, um Kontakte für meine Firmen zu knüpfen. Für mich war das damals ein richtig gehender Schock, wie er, mit welcher Verachtung er gesprochen hat über das Europaparlament und über die Funktion, in die er sich wählen hat lassen. Schon vor seiner Zeit in Brüssel war Strasser gut vernetzt. Er rühmt sich, wie er den Lotterien geholfen habe, in der russischen Teilrepublik Baschkortostan Fuß zu fassen. Auch noch als EU-Abgeordneter sagt er den Undercover-Journalisten. Die Lotterien, die zahlen mehr, die zahlen mehr. Sie haben viel Geld.
Es war gutes Geld und ich glaube, wir haben gute Arbeit geleistet. Sie mussten viel zahlen. Heute wollen die Lotterien mit Ernst Strasser nicht mehr in Verbindung gebracht werden. In einem Mail an den Report schreibt der Konzernsprecher erst gestern: Herr Dr. Strasser hat von uns keinen Beratungsauftrag erhalten. Es gab demnach auch keinerlei Geldflüsse an ihn. Eine erstaunliche Auskunft. Denn vor 2 Jahren hat derselbe Konzernsprecher auf Anfrage des ORF-Büros in Brüssel Strassers Tätigkeit noch anders beschrieben. Zitat: Herr Strasser hat uns als Berater einige Monate begleitet. Das war eine unglückliche Formulierung, rechtfertigt sich heute der Sprecher der Lotterien. Strasser sei damals wohl in seiner Funktion als Präsident der österreichisch-russischen Gesellschaft tätig gewesen. Jedenfalls sei kein Geld direkt an ihn bezahlt worden, wird betont. Ob von den insgesamt rund 200.000 Euro allerdings indirekt über mehrere Gesellschaften Geld an Strasser geflossen sei, wisse man nicht. Lässt sich auch nur schwer nachvollziehen. Es geht darum, die österreichischen Interessen in den europäischen Gremien optimal bestmöglich zu vertreten. Der Fall Strasser hat in Österreich einiges bewegt. Etwa das verschärfte Antikorruptionsgesetz. Für Franz Fiedler ein wichtiger Schritt, allerdings darf er nicht der letzte sein. Da wird sich viel mehr von Seiten jeder einzelnen Partei damit auseinanderzusetzen haben, wie ist die betreffende Person, die aufgestellt werden wird, charakterlich. Hat man in der Vergangenheit Anhaltspunkte, dass hier gewisse Mängel bestehen, dann sollte man eher die Finger davon lassen. Und ich glaube, dass bei den Parteien in der Vergangenheit diesem Moment viel zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Ernst Strasser interessiert auch den Korruptionsuntersuchungsausschuss. Es geht um seine Zeit als Innenminister und die Vorgänge rund um die Vergabe des Behördenfunks. Zu einer Stellungnahme war Strasser nicht bereit. Sein Anwalt lässt ausrichten, Strasser weist alle gegen ihn erhobenen Vorwürfe zurück.